Brite zu Brit, wenn Britlers Briten Briten. Britlav. Britlav. Wer kennt Britlav? Ja, Britlav. Heute Britlav. Was, Britlav? Ja, heute haben wir die Discovery Concert CB. Diese Review liegt mir ein kleines bisschen besonders am Herzen, denn heute geht es auch wirklich mal um meine Akustikgitarre. Ja, wie ich schon eben sagte, es handelt sich hier um das besondere Discovery Concert Shape von Breedlove, was sich dadurch auszeichnet, dass wir einen kleinen Body haben, einen sehr weiten Cutaway und die typische Pommesgabel als Headstock. Die Gitarre an sich besteht aus einer massiven Fichtendecke und laminierter Sapelle als Boden und als Saiten. Ansonsten haben wir dann einen Mahagoni-Hals, ein Palisander-Griffbrett mit so kleinen sexy Dots, wie zum Beispiel bei Music Man, und ganz normalen Standard-Breedlove-Mechaniken. Für den Live-Betrieb kommt außerdem noch ein Fishman ISST Preamp zum Einsatz, der ein Stimmgerät hat, ein Volume Potty, ein Contour Switch. Damit können wir dann einfach zwischen so zwei Grundsounds entscheiden. Da werden ein kleines bisschen die Mitten rausgenommen und die Höhen geboostet. Und wir haben noch einen Phase-Schalter. Der dient dazu, wenn man live etwas Feedback-Probleme hat, wird nach Aktivieren dieses Schalters so bestimmte Frequenzen einfach herausgefiltert, wodurch das Feedback ein bisschen minimiert wird. Ja, ansonsten haben wir noch hier eine kleine LED, falls unsere Batterie, also der 9-Volt-Block, leer ist, der übrigens hier unten eingesetzt ist. Und ja, mehr gibt es eigentlich fast nicht darüber zu sagen. Warum habe ich mir genau diese Gitarre ausgesucht? Ich bin durch Thomann gelaufen, also ich bin in Thomann unterwegs gewesen und habe halt eine neue Akustikgitarre gebraucht. Und die Gitarre ist mir einfach aufgefallen, weil ich dachte, hey Moment, die sieht anders aus als die anderen. Und als ich mir die Gitarre dann näher angeschaut habe, dachte ich dann, wow, das sind wirklich Leute, die sich Gedanken machen. Das fängt schon bei so kleinen Sachen an, wie dass wir zum Beispiel keine Bridge Pins mehr haben. Hier werden jetzt die Saiten einfach durch die Brücke, wie bei einer Stop Tailpiece zum Beispiel, einer Les Paul, einfach durchgezogen. Was so viel Zeit spart, wenn man die Gitarre neu beseiten möchte. Und auch so vom ganzen Grundsound her hat mich diese Gitarre wirklich absolut geflasht, weil sie hat einfach durch den kleinen Body eine sehr straffe Basswiedergabe, hat sehr hohe, schön sparkly die Höhen und es ist einfach ein so geiles Instrument. Und ja, der Hals ist, was ich auch sehr besonders finde, vor allen Dingen für jemanden, der sonst nur E-Gitarre spielt. Es ist ein flaches C oder ein flaches D-Profil und wir haben eine enorm flache Saitenlage und man kommt durch den weiträumigen Cutaway auch ohne Probleme zu den allerhöchsten Bünden. Ja, ansonsten eignet sich die Gitarre durch das Frequenzspektrum in den hohen Mitten und allgemein in den Höhen wirklich sehr gut zum Strumming und auch für zum Beispiel irgendwelches Fingerpicking-Zeug mit Basslines, da diese auch sehr präzise und ordentlich wiedergegeben werden. Werden wir jetzt ganz einfach nochmal einen kleinen Track aufnehmen und werden zwischendrin mal zwischen dem mikrofonierten Sound, der übrigens von einem Sennheiser Richtmikrofon und einem Shure SM58 stammt, und auf der anderen Seite natürlich von dem Fishman ISST, der ganz gerade weg mit dem Kabel in den Preamp geht. Ja, hört es euch einfach mal an. Thank you.
die Gitarre auf jeden Fall mal an, geht in den Musikladen und erlebt einfach mal, wie sich eine Breedlove anfühlt. Vor allem für E-Gitarristen sollte sie wirklich eine sehr attraktive Gitarre darstellen. Und ansonsten hat es mir wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut! Na, wenn euch dieses Baby gefallen hat, dann schaut euch doch mal die Links hier unten an. Vergesst auf jeden Fall nicht, unten abonnieren zu drücken. Ansonsten geht es hier zum vorherigen Video und da zum nächsten Video. Macht's gut!